Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Champions. Leute, ich sag ganz ehrlich, und das ist glaube ich auch gar nicht so scheiße, ich bin heute mega unvorbereitet, was diese Ausgabe angeht. Weiß ja ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was wir machen. Ich glaube, das wird eher so wirklich so eine kleine Grinding-Ausgabe. Speziell schon aus dem Grund, weil ich ja in letzter Zeit nicht so viel von mir habe hören lassen, was Champions angeht. Und deshalb haben wir natürlich einiges aufzuholen. Will auch ein bisschen Loot mit euch heute aufmachen. Da ist dann auch die Belohnung von der Faction Invasion noch mit drin, wo übrigens riesiger Dank und riesengroße Props an das Team Christian und er rausgehen. Beide Teams, wir haben zwei Gruppen gehabt, die angetreten sind zur Faction Invasion. Beide haben den ersten Platz gemacht und richtig geil. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir dort irgendwie was Cooles so rauskriegen. Ich hatte leider arbeitsmäßig nicht so mega viel Zeit, Champions zu spielen. Mir sind da auch 2-3 Tage lang die von den Dailies die ganzen Sachen durch die Lappen gegangen, weil ich das wirklich zeitlich nicht geschafft habe zu spielen. Umso wichtiger ist, dass das heute zum Samstag klappt. Aber als allererstes will ich mit euch erstmal hier in den Modus schwer reingehen und ich will mir mit euch mal schnell dieses Ticket hier abholen, weil ich mir nämlich vorgenommen habe, einfach mal so ein VIP-Gauntlet mit euch heute zu zocken, um die Belohnung zu holen für die 2-Sterne-Ziehung, weil ich unbedingt immer noch ein paar Splitter für Goldas brauche. Warte mal. Grün bitte. Ja, ich brauche halt immer noch ein paar Splitter für Goldas. Ich glaube bloß 3 oder 4 Stück und die wollen einfach nicht mit rumkommen. Deshalb machen wir jetzt erstmal hier dieses Ticket. Das holen wir uns. Dann habe ich nämlich wieder ganze 4 Stück. Bei mir gibt's heute eine Müllermilch. Schleichwerbung lässt grüßen. Machen wir auf. Ne, gewonnen. Ah, so. Dann wollen wir mal. Sollte hier ziemlich schnell gehen. Ist wenigstens gleich grün dabei. Es ist grün dabei. Kann ich sowas kaputt machen, das gleich... Ach, guck mal hier, dann geht Gelb mit kaputt. Ja, das... Oh, ja. Und dann werden wir einfach mal eben mal den Gauntlet machen. Und dann einfach mal gucken, wo wir zeitlich dann so stehen werden. Immer der schöne Cutter hier. Das Ding ist eh eine schnelle Nummer. Ich habe übrigens diesen VIP, wo es um Shawn Michaels geht, den habe ich nicht mehr. Weil ich hier klar, wegen den Ziehungen und sowas in den Wohl ziemlich geil. Ich wollte mir ja dann auch irgendwann Brock Lesnar dort mit ergattern. Aber ich habe da erstmal einen Cut gemacht, weil wie gesagt, Umzug und so steht an. Und da sind halt andere Sachen wichtiger, als da jetzt halt monatlich was abzudrücken hier. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Ja, Champions hat ja in letzter Zeit wirklich nicht so ein bisschen, nicht so mit Ruhm sich bekleckert, ne, war diese Sache hier mit Matt Hardy gewesen, wo viele da so auf die Barrikaden gegangen sind, weil um sich den zu holen, hätte man ja, ich weiß gar nicht, $4.000 oder $5.000 investieren müssen, dass man den hat bei diesem Gauntlet-Blitz, der dann dort war. Das war schon eine ganz schön krasse Nummer. Ich will mal kurz hier gucken bei Requisiten, ne. Ich nehme mal hier Gelb mit und hier Rot zu das. Requisiten habe ich nämlich... Warte mal, aber ich will anstatt das hier, will ich... habe ich hier keine Zerstören mehr? Oh. Okay. Dann müssen wir da hier so durch. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Ich komme eigentlich immer durch den Gauntlet-Blitz hier durch. Wäre wirklich eine Sache hier von Vorführeffekt, wenn das dann heute auf einmal hier nicht klappt. Müssen wir mal schauen. Aber ich bin hier eigentlich guter Dinge. Grün wäre halt richtig cool, wenn das hier gleich kommen würde, was nicht so ist. Aber wenn ich so mache, dann nimmt er mir das ja auch weg. Deshalb nehme ich mal hier schwarz in der Hoffnung, dass jetzt nichts... Ah, jetzt rutscht Gelb für ihn. Dann nimmt er... Oh ja, mache so, mein Freund. Dann mache ich nämlich so. Das ist sehr schön hier. Ja, nimm dein Violett und werd glücklich. Dann komm mal hier nämlich mit dem Cutter um die Ecke. Ja, und was mich auch so ärgert, weil wir jetzt hier gerade bei Gauntlet Blitz sind... Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, dass ich irgendwann in diesem Spiel in die Bredouille komme, dass ich keine Gauntlet-Blitz-Tickets mehr weiter habe. Ich würde so gerne bei dem Team, jetzt nochmal, hier ist ja gerade wieder Gauntlet-Blitz-Event, das unterstützen, weil ich ja halt mit meinem Dean Ambrose, wo wir ja das Glück hatten, den auf 4 Sterne zu ziehen, könnte ich nämlich Hölle spielen. Es kostet aber halt 3000 Gauntlet-Blitz-Tickets und ich habe damals, wo das erste Gauntlet-Blitz-Event war,
habe ich das schon gemacht. Und da habe ich, glaube ich, 4 Runden oder so gespielt gehabt. Und da sind 12.000 Gauntlet-Blitz-Tickets weggegangen. Und ja, jetzt habe ich keine mehr. Das ist ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Weil wird dahingehend natürlich das Team gerne, ja, unterstützen. Aber naja, ich kann es nicht ändern und ich will mir halt keine kaufen. Um Gottes Willen. Das will ich dann doch nicht machen. So, grün bitte. Ach, guck mal, das läuft doch hier. Das ist doch einfach mal schön. Dann hoffe ich wirklich, dass wir vielleicht heute mal Glück haben und dann die letzten Splitter für Goldust bekommen. Das ist jetzt nicht mega essentiell wichtig, ne? Also Goldust, für die, die es nicht wissen, das ist ein Superstar. Den kannst du halt eine Fusion machen auf 3 Sterne Silber. Brauchst du ganze 400 Splitter für ihn. Und ich glaube, ich habe 396 oder 397. Und das ist jetzt echt schon ewig. Also ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich diese Splitter jetzt schon... Oh, ich sage mal, gute 2-3 Monate hat sich da jetzt gar nichts mehr getan. Habe natürlich hier immer diesen VIP-Gauntlet gemacht und wenn sonst so die Möglichkeit bestand, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch noch Ziehungen gemacht, was ich ja jetzt nicht mehr mache. Halt wegen Umzug und so, wegen Geld sparen. Und ja, da wäre immer Chance gewesen, um ein paar Golder-Splitter mit an Land zu ziehen, aber dem war leider nicht so. Sehr ärgerlich. Aber vielleicht ist ja heute der Tag der Tage. Grün bitte, kommt nicht. Jetzt lass mich hier aber mal ganz kurz gucken. Was will er denn? Ah, guck mal, hier haben wir einen Joker. Den lassen wir uns natürlich nicht durch die Lappen gehen. Und wenn ich so mache, mache ich wenigstens 2 Grüne kaputt. Dann machen wir das doch so. Da läuft die Laube doch. Ja, und an der Stelle möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, jetzt ist es ja schon eine geraume Zeit, dass wir das so haben, dass die Christian On-Air Community mit drin ist bei der Rest in Peace Deutschland Community / Legendenclub. Wir haben da jetzt auch das ein oder andere Mal schon eine Fehde gemacht, da sind dann auch ein paar Spieler rüber gewechselt, die halt gesagt haben, ey, ich mache die Fehde ein paar mehr Punkte und so weiter. Klar, es ist so administrativ und verwaltungstechnisch ist es halt so ziemlich aufwendig alles, ist halt wirklich alles ein bisschen aufwendiger, wie es jetzt bei Supercard ist. Da ist halt, na, das reicht hier nicht, ne? Sind wir halt noch so ein bisschen in der, ja, Phase, wo das dann wirklich alles klappt und so, und das muss man alles noch ein bisschen besser timen und so. Alles gut, Rom ist auch nicht an einen Tag erbaut worden, von daher, das ist halt einfach so, überhaupt nicht schlimm. Und, ach so, wir haben noch einen Extrazug gekriegt, das ist aber schön. Und ja, das wird schon alles. Ich finde die Sache immer noch total klasse. Das sind tolle Leute, die dort bei RIP und bei Legendenclub sind. Es macht immer wieder Spaß, dort im Discord mit denen ein bisschen zu schnacken und zu schreiben. Ich habe halt leider in letzter Zeit nicht so die Zeit gehabt, aber wenn ich da halt mal die Möglichkeit hatte, war das dann doch schon immer witzige Augenblicke gewesen, ne? Und ja, ich finde das halt wirklich immer noch toll. Die Jungs haben dort auch noch richtig was vor, was so einen Discord-Server angeht. Will ich da jetzt nicht so viel sagen. Also die Jungs hier, Rest in Peace und Legendenclub haben noch einen eigenen Discord-Server gegründet, halt quasi für die RIP, LC und Christian On Air Familie. Und da können dann alle drauf, die halt irgendwie in diesen 3 Teams irgendwie sind. Und die lassen sich da echt was einfallen. Ich will dort aber allerdings jetzt nicht spoilern, weil da vieles noch in Arbeit ist, was die Jungs dort noch auf die Beine stellen wollen. Ich find's total klasse, was ihr dort aufziehen wollt. Und wenn das alles klappt am Ende, boah, das wäre mal richtig geil. Und da würden wirklich alle von profitieren. Gerade was Informationsgewinnung und so weiter angeht. Richtig geil. Aber Leute, will ich jetzt nicht so viel davon sagen. Lasst euch einfach überraschen. Und an der Stelle sei definitiv noch gesagt, es sind Plätze frei. Das ist natürlich immer das Gute, weil es sind 3 Teams, dann wird da so geguckt, wird besser zusammengestellt und dadurch entwickeln sich ja dann auch immer freie Plätze im Team. Und es ist derzeit so, dass wir ja gerne euch einladen möchten, dass ihr gerne uns beitreten könnt. Ihr werdet dann höchstwahrscheinlich erstmal im Team Christian On Air landen. Und wie gesagt, so ungefähr 40.000er Worcester-Stärke, mehr wäre natürlich genial. Stellt eine Anfrage ans Christian On Air Team. Ganz wichtig, ganz einfach, damit ihr wirklich, weil Champions ist ein Spiel, wo Abstimmung gerade, was jetzt Faction Invasion war, hat man es wieder gesehen. Man muss sich abstimmen, wie man angreift, was man angreift, wie man das mit der Verteidigung macht. Für Fehde ist es auch unumgänglich. Und allgemein, was Fragen angeht, Superstars, Entwicklung,
ist es wirklich von Vorteil, bei Discord beizutreten. Der Link ist dafür wie immer unten in der Videobeschreibung. Joint dort gerne mit dabei, auch selbst wenn ihr nicht Champion spielt, könnt ihr auch gerne joinen. Da reden wir auch über Supercard, PlayStation, Nintendo, Marvel Strike Force, WWE Universe ist jetzt dazugekommen. Wo ich auch sage, das habe ich in der Grinding-Ausgabe gar nicht angesprochen gehabt, dass ich bei WWE Universe ist ja ein neues Handy-Game, was uns höchstwahrscheinlich offiziell nächste Woche dann ereilen wird. Ich habe das schon gespielt, gibt es ja Möglichkeiten, das vorher schon zu spielen, über hier APK-Dateien und so weiter. Und das Spiel ist cool. Ich spiele es derzeit auch schon, jetzt nicht mega aktiv, aber ich spiele es. Und habe mir auch schon überlegt, ein Video dazu zu machen, aber es ist halt offiziell in Deutschland noch nicht erschienen, deshalb habe ich da jetzt noch kein Video gemacht. Ich hatte zwar den Entwickler, den Entwickler Glue heißt das Unternehmen, angeschrieben gehabt, habe da jetzt aber leider noch keine Antwort gekriegt. Ja, so schnell geht das dann meistens auch nicht, wenn man dort an die Publisher und Entwickler schreibt, das dauert dann meistens ein paar Tage. Wollte ich halt fragen, ob ich vorher da schon mal ein Video rausbringen kann. Kam keine Antwort und deshalb werde ich da jetzt vorher auch nichts veröffentlichen, weil ich halt nicht weiß, wie das rechtlich dann so ist. Deshalb warten wir, bis es offiziell im App Store zur Verfügung steht, im Play Store, und dann werden dazu auch mal das ein oder andere Video kommen, weil das Spiel ist an sich sehr cool. Aber ich denke mal, das werdet ihr dann nächste, / übernächste Woche, werdet ihr das dann erfahren, wie es dorte bei Universe weitergeht, beziehungsweise überhaupt erstmal anfängt. Ah, ärgerlich, grün und dann rutscht ihm Violett noch nach. Passt mir nicht. Ich mach mal so. Es wäre geil gewesen, wenn da jetzt das nochmal nachgerutscht wäre jetzt hier. Weil jetzt wird es hier nämlich langsam eklig. Jetzt hat er hier nämlich sein grünes Manöver da. Und das ist vollkommen zum Kotzen. Der macht da zwar erstmal nur Verstärker, das ist in Ordnung. Machen wir mal so hier erstmal, hoffen, dass er nicht so mega viel Schaden macht. Weil wir kommen jetzt hier langsam beim Gauntlet-Blitz dahin, wo sehr viel Energieabzug nicht cool ist. Und deshalb wollte ich es eigentlich auch umgehen, dass jetzt hier seine Manöver durchkommen. Aber du kannst ja nicht aussuchen, wie das Board fällt, ne? So, aber er hat knapp 32.000 Energie noch, da reicht das jetzt hier mit dem guten Sledgehammer, geht's jetzt in die Magengrube hier, zack. Und dann kommen wir mal mit dem Pedigree noch um die Ecke, was, ich sag's immer wieder, mein Lieblingsfinisher beim Wrestling ist, weil er sieht einfach sehr gemein aus, ne, und da merkt man einfach, das Ding hat Impact und der tut weh, wenn man da einfach mal so komplett auf die Nase fällt. Und geht vorwärts. Sehr schön. Ey, bitte lasst mich da was Geiles kriegen. Bin auch sehr gespannt bei unserer Belohnung von der Faction Invasion. Da kommen ja auch noch ein paar Headliner-Chips um die Ecke. Weil jetzt in weiser Voraussicht, ich glaube, das Shake-Up-Event geht da jetzt auch nicht mehr ewig. Ich glaube noch eine Woche oder so. Und dann wird uns ja höchstwahrscheinlich ein Talent-Up-Event wieder erwarten, bevor dann das nächste Event losgeht. Und Talent-Up-Events sind ja die, auf die ich mich jetzt hier konzentriere, weil man da meistens wirklich coole Belohnungen kriegt, was Headliner angeht, was 4-Sterne-Silbermarken angeht. Also ich persönlich konzentriere mich wirklich nur noch auf diese Talent-Up-Events und dieses monatliche, wie es jetzt gerade ist mit diesem Shake-Up-Event. Das mache ich halt, was geht, muss ich auch mal gucken jetzt bei den Schlüsseln, und jetzt haben wir ja auch aktuell noch das Stone Cold Event, was leider wieder ein reines Casher Event geworden ist. Da kann ich natürlich auch mal gucken, ob man dort was machen können, weil ich habe, weiß gar nicht, ob man mit dem normalen Stone Cold dort auch antreten kann. Leute, wir gucken dann einfach mal. Ehrlich gesagt habe ich ziemlich viel, was ich hier zu tun habe, gerade in Champions, und das ist ehrlich gesagt dann meistens auch cool. Ich denke mal, jetzt am Wochenende werde ich auch mal ein bisschen was hier machen wieder. Also jetzt für mich so ein bisschen daddeln und so, weil tägliche Gelumpe, da ist viel durch die Lappen gegangen. Gerade was auch die Coins angeht, wenn man das halt das haben wir durchgekriegt. Wenn man das so 3 Tage nicht macht, das sind halt, ja, über 500.000 Coins, die mir da durch die Lappen gegangen sind. Aber was soll man machen? Ne, das ist halt, wie es ist. Ja, die sind's hier. Die will ich haben. 10 Ziehungen in der Hoffnung, dass Goldas-Splitter mit dabei sind. Es sind ja bloß 3 Stück, die ich haben will. Meine Fresse, das kann doch nicht so schwer sein, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Und am Ende dann natürlich noch Diamanten.
die ich ja gegenwärtig auch wieder am Sammeln bin. Da ist ja damals für den Undertaker ist das ja alles drauf gegangen, um den auf 4 Sterne Silber zu kriegen. Das war wirklich der Wahnsinn. Es sind fast 50.000 von den Diamanten sind da drauf gegangen. Das war wirklich der Wahnsinn. Was ist das denn hier? Der will schwarz haben, ne? Grün wäre irgendwie... Das ist cool. Das ist sehr nett hier. Da macht das uns wirklich ein bisschen leichter. Hoffen wir mal, dass er seine Manöver jetzt hier nicht hochkriegt. Das sieht hier aber alles ganz gut aus, Leute. Dann nehmen wir hier mal gelb in der Hoffnung, wo leg ich's denn hin? Was will ich ihm denn viel wegnehmen? Er will halt rot. Hoffen wir mal, dass hier vielleicht der Joker fällt. Ah, ist leider nicht passiert. Leider nicht passiert. Aber auf jeden Fall ist er im nächsten Turn, ist er down. Dann kommen wir wieder mit der Sledgehammer-Pedigree-Kombo hier. Und dann geht es dann am Ende noch gegen den guten Kevin Nash ran. Und dann haben wir den Gauntlet-Blitz doch gepackt. Ist doch schön. Und ich glaube, dann werden wir erstmal zum Opening kommen. Und dann einfach mal sehen, was die Zeit noch hergibt. Oder ich würde sagen, wir gucken danach erstmal bei Stone Cold rein. Wo man ja immer die Möglichkeit hat, dass der vielleicht beim Showdown auf 3 Sterne Gold dann da ist. Hm. Also der Striker zumindestens. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob man mit dem halt auch spielen kann. Das weiß ich jetzt leider nicht. Will jetzt hier auch keine Falschinfo machen, aber wir gucken einfach gleich mal. Und wenn es so ist, ich glaube, den Striker habe ich auch auf 2 Sterne Gold. Also auch bei weitem nicht Max. Also was heißt Max? Also nicht auf 3 Sterne oder so. Deshalb, ich weiß, ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt. Könnte ich es ja, wenn, höchstens eh nur auf normal halt machen. So, dann spielen wir hier nochmal gegen Kevin Nash das Ründchen. Ich hoffe, das klappt jetzt hier, weil die 700 Diamanten möchte ich mir ja dann doch auch nicht durch die Lappen gehen lassen. Und vor allem hoffe ich dann bei unseren Ziehungen. Weil ich glaube, mir fehlt bloß noch ein Slammy Award. Das ist doch einfach ekelhaft. Mir fehlt nämlich bloß noch ein Slammy Award für unseren George the Animal Steel, den ich ja gerne auf 4 Sterne bringen möchte. Damit ich dann auch einen Legenden-Superstar auf 4 Sterne habe. Das liegt hier eigentlich ziemlich gut. Wie mache ich denn das jetzt? Mache ich da so? Hier hätte ich dann die 2. Hier hätte ich dann bloß ihn. Nee, da machen wir definitiv so hier. Um möglichst viel Gelbe halt zu zerstören. Ja, im nächsten Turn ist er down. Da sind wir hier wieder mal durch den Gauntlet-Blitz. Hier sind wir gut durchgekommen durch den VIP-Gauntlet. Alles gut. Bin ich natürlich auch ein bisschen beruhigter. Weil Diamanten sind schon wichtig und ich werde die, glaube ich, eh aufheben, weil falls dann irgendwann mal wieder so ein Event kommt, wo es dann als Team halt gilt, die ganzen Diamanten halt auszugeben, ich glaube, für so einen Augenblick will ich die halt dann lieber aufheben, um das Team zu unterstützen und natürlich auch mich. Ich liebe ja Müllermilch, ne? Also das kann man, kann ich nicht anders sagen. Kann ich nicht anders sagen, Leute. So, 2 Beutekisten sind auch noch mit dabei. Vielleicht springt ja was Cooles bei rum. Ah, guck, wenigstens ein Striker-Poster. Das nehmen wir doch gerne mit hier. Das ist doch wunderbar. 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 Gott, war der schlecht. Leute, hebt die Beine. Den kam flach. Der kam flach. So, haben wir das hier geschafft. Vor allem diese 2000, Chips. Was weiß ich. Jetzt will ich hier aber erstmal mit euch ganz kurz gucken bei diesem... Was ist denn hier eigentlich beim Shake-Up am Ende dazu gekommen? Da habe ich nämlich auch gar nicht mehr geguckt, ne? Harper und Nash. Ach doch, da habe ich geguckt. Stimmt, da habe ich mir nämlich noch die Schlüssel geholt gehabt. Ja, und dann hier ist Steve Austin, da wollen sie aber... Braun Strowman? Wieso habe ich das noch nicht gemacht? Da habe ich ja den auch auf 3 Silber, da kann ich mir doch hier wenigstens... Die Headliner-Chips doch noch abholen. Leute, wir haben hier definitiv noch ein bisschen zu tun. Wir gucken mal hier beim Steinkalt rein, ob man da wirklich bloß den... Ne, Austin 316. Ich könnte den verwenden, ne? Könnten wir uns wenigstens hier noch ein paar Schlüssel abholen? Ich will mal ganz kurz gucken bei den Manövern. Wie habe ich den denn gespielt? Machst daraus gelb, machst daraus schwarz. Und das war der Submission.
Was Marcel und stiehlst Beschädiger. Ja, ich werde den so spielen. Was bleibt mir jetzt hier anderes übrig? Habe ich vielleicht noch ein paar... ärgerlich. Was nehme ich denn da jetzt mit? Welches Manöver ist denn schneller oben? Der hier, der gelbe macht. Aber schwarz macht natürlich mehr Schaden, weil er ist nun mal einfach ein fucking Striker. Da guck mal doch mal. Manövergeneration. Entweder schwarz mehr... gelb, da hätten wir dich hier und schwarz hätten wir dich hier. Leute, ich nehme hier den guten Tidus mit, dass wir hier schwarze ein paar mehr machen. Aus Violett werde schwarz. Naja, und da werden wir denn mit dem guten Stone Cold hier nochmal ein bisschen was machen. Das werde ich hier definitiv nicht schaffen. Obwohl, sei jetzt nicht gesagt, das versuchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier... Oh, können wir uns aber schön Schlüssel hier nochmal mitnehmen, ne? Gut, der letzte Kampf gegen Dude Love. Ich glaube, der könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber Leute! Wenn man so Husten hat, ist Milch natürlich herrlich, ne? Fördert die ganze Sache. So, guck mal doch einfach mal. Gelb wäre jetzt natürlich richtig geil. Na, dann gib doch mal das Gelb hier. Ist doch schön. Ohne MP-Trainer wird hier gespielt. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Da werden wieder ein paar Gesundheitspakete hier weggehen. Wir nehmen Gelb. Sehr geil ist das Manöver da. Und dann aus Violett werde Gelb. Sehr schön, dass du uns das wegnimmst. Geht ja dann eigentlich gar nichts kaputt, ne? Da kann ich jetzt hier auch Schwarz nehmen. Erstmal. Dann warten wir hier mal. Gut, jetzt nimmt er uns natürlich das Violett hier weg. Ich habe das doch richtig gesehen, ne? Aus Violett wird Schwarz. Oh, das machen wir mal. Weil hier drüben könnte dann nämlich eine 5er-Chain für uns bereitstehen. Und damit hetze ich die Laube dann nämlich schon wieder. Naja, Gugge. Dann machen wir doch mal hier ordentlich Banane, Arne. Brauche ich den Finisher? Nee, brauche ich nicht machen. Alles gut. Mensch, Christian, du musst doch hier einfach nur irgendeinen Dreier kaputt machen hier. Dann hat sich das Ding noch. Alles gut. Na, die ersten 1000 Schlüssel. Ja, bei den Schlüsselziehungen ist jetzt nicht so Gutes für mich bei rumgekommen. Aber ich will da wirklich definitiv noch ein bisschen was rausholen. Weil man sich dort ja ganz einfach nur mal Poste für den guten Dean Ambrose halt noch holen kann. Und ich sag mal, mir hilft das ja, ne? Um seine Manöver dort noch zu maxen. Und deshalb sind Schlüssel für mich natürlich immer noch ziemlich cool. Und wenn man die jetzt hier kriegt... Ist das doch richtig geil. Da ist das doch sehr geil. So, dann gehen wir hier mal gegen Scott Hall ran. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht dumm bin. Ich lasse das jetzt mal von meiner... Ich lasse mal das Gelb oben nämlich mal mit. Violett zu Schwarz können wir eigentlich noch mal mitnehmen. Schwarz hoch. Ja, ich nehme... Nehmen wir einfach mal mit. Den Kampf sollten wir schaffen. Schon wieder alle. So immer so eine kleine Finkennäppel eigentlich, ne? Also, ziehst du weg so ein Ding. So gelb wäre geil. Oder grün. Oder schwarz. Fällt hier natürlich wieder, ne? Hier. Gut, der nimmt hier sein Rot. Was ist da schon wieder passiert? Ja, ey, Karamba, was mache ich denn jetzt hier? Guck mal, hier ist gelb. Ich will das Violett eigentlich liegen lassen, aber der nimmt das... Leute, ich mach mal so, vielleicht fällt Rot. Nein! Aber Gelb. Aber Gelb. Na, mach erstmal dein Manöver. Erstmal gucken. Okay. 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 Wenn ich so mache, habe ich dann natürlich mein Gelb. Und dann ist das in der nächsten Runde da. Und das mache ich. Ich mache jetzt nicht das Schwarz kaputt. Das kann er ruhig alleine machen. Oh, wir kriegen doch Grün. Das ist doch mal herrlich. So, was zerstörst du jetzt hier? Was, komm, was zerstörst du? Zerstörst du jetzt Schwarz? Okay, zwei. Oh. Oh. Okay, 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 okay. Leute, wir haben hier ein kleines Problem. Er hat hier in der nächsten Runde seinen Finisher. Was machen wir denn hier auf... Und wählst... Ach, du wählst, um Gelb zu machen. Scheiße. Nee, was heißt Scheiße? Dann machen wir erstmal so. Geht was kaputt? Nicht Pin! Nicht Pin!
Okay, sehr schön. Siehst du, da kannst du doch hier, das war ja ein Schussmanöver bei Stone Cold. Ich sag mal, 4 auf 2 Sterne Gold ist auch schon richtig viel. Von daher machen wir mal so und damit hat sich die Laube sowieso. Sehr schön. Haben wir den guten Scott hier auch down gemacht? Na, so muss das. Ey, müssen wir eigentlich aus Geigel mal gucken. Nicht, dass es den heute gibt hier bei mir im Showdown-Shop. Aber ich habe da ja Showdown gar nicht gespielt, ne? Und ich hatte eh mal einen Kauf gemacht, wo es um ein 4-Sterne-Cape ging, was ich unbedingt gebraucht hatte, um damals im Talent-Up-Event den Chris Jericho halt, um den auf 4 Sterne zu machen. Deshalb sollte man eigentlich mal wirklich mal einfach aus Geigel. Leute, wir gucken jetzt hier einfach mal aus Geigel. Aber ich glaube, ich könnte mir den ja eh nicht holen. Das muss man ja auch mal dazu sagen, weil ich ja keine hab. Hier, guck mal, ich habe hier knapp 10.000. Also ich habe hier gar nichts mehr weiter. Ja, ich müsste hier wirklich mal wieder ein bisschen daddeln, ne? Also das ist wirklich so. So, gut, wir machen jetzt aber das, was wir können. Das machen wir weiter. Sind hier gewesen, genau. Und machen erstmal das Match hier gegen Dude Love. Ja, heilen. Da gehen halt mal ein paar Gesundheitspakete weg. Will ich das Match wirklich machen? Das könnte eklig werden. Das könnte eklig werden. Aber mit dem Choose Gem Manöver, es muss halt wirklich, das Board muss cool liegen. Also gelb und grün möchte hier ein bisschen liegen. Was will er denn? Der will blau, ne? Warte mal, wenn ich so kaputt mache, geht's 3 runter, ne? Ja, guck mal, hier ist ein Joker. Den nehmen wir doch erstmal. Ist hier irgendwo... Nee, ist es halt, ne? Das ist doch schon wieder scheiße und ich weiß doch ganz genau, dass das jetzt für ihn fällt. Ey, wenn jetzt das, ich muss ja das kaputt machen, es geht ja nicht anders. Wenn jetzt hier jetzt nicht kommt und dann violett, dann raste ich aus. Oh, da haben wir Glück gehabt. Aber wir wollen halt gelb oder grün. Oh, der kriegt hier eine 4er-Chain schwarz. Das Stück Mist. Okay, warte mal, wenn ich so mache, dann geht sogar noch der eine gelbe hier mit kaputt. Deshalb, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, guck mal, schwarz ist da auch noch mit kaputt gegangen. Sehr gut. Wir haben unseren Finisher. Das ist natürlich auch mal mega interessant. Da können wir seine Manöver erstmal ein bisschen runterdrücken. Das sollten wir dann doch vielleicht mal ganz kurz nutzen. Nicht, dass dann hier noch irgendein Schmutz passiert. Wenigstens 2 MPs runter damit. So, dann haben wir schon unser... Oh, siehst du, er hat trotzdem hier da. Naja, ist egal. So, dann haben wir hier unser Choose Gem. Das macht ja erstmal auch schön Schaden. Sollte man ja auch nicht vergessen. Dann machen wir hier so. Warte mal ganz kurz. Oder mach mal so. Ich kann mich nicht entscheiden, ne? Du ahnst es nicht. Wie ist es dann besser mit Fallen? Hier unten ist eigentlich ziemlich cool. Und dann mache ich mal so hier. Auf jeden Fall einen Joker haben wir. Also es kommt ja noch eine Runde. Am besten nicht pinnen. Meine Güte. Aber ist eh egal. Hätte eh gereicht vom Schaden her. Dann müssen wir uns das letzte Manöver auch gar nicht mehr antun. Und haben es gepackt hier gegen Dude Love mit unserem guten Steinkalt Austin. Und dann, ja, können wir wenigstens noch ein paar Schlüsselziehungen machen. Nehmen wir doch mit. Das ist doch geil. Und da müssten wir eigentlich die Matches mit Braun auch noch machen. Weil das sind ja nun mal auch noch ein paar Ziehungen. Und wenn wir dann eh mal am Schlüsselziehungen machen sind, dann können wir das doch eigentlich gleich verbinden. Meine Güte. Ich weiß doch nicht, ob ich mit meinem... Ich weiß doch nicht, ob ich mit dem Showboard... Ist egal. Aber ich will den Kampf hier trotzdem mal versuchen, weil du kannst ja nun mal auch einen anderen Tag-Team-Partner noch mit reinnehmen, oder? Dude Love? Leute, ich versuch's eh mal. Komm, versuch, mach klug. Wenn das jetzt wirklich nicht klappt, na meine Güte, dann ist das halt so. Dann sind halt die 2.500 Schlüssel jetzt nicht bei uns da.
Weil wir werden das hier nicht, da muss das Board schon sehr geil liegen jetzt. Es ist auf jeden Fall grün schon mal da, ne? Das ist schon mal geil. Oh. Okay, okay, warte mal. Das ist ja jetzt hier nicht so scheiße. Jetzt will ich hier nur gucken, wie ich das jetzt am besten hier oben wäre schon mal gut. Und dann mache ich mal so, dann mache ich hier wenigstens einen schwarz noch mit kaputt und nehme ihn in rot weg. Dann haben wir unser gelbes Manöver. Wir müssen nur gucken, weil der Klon kann ja danach nun mal auch wechseln. Und jetzt geht's ja darum, violett wird zu schwarz. Ah, guck mal, geht das? Nicht so uninteressant, aber das reicht vom Schaden her nicht. Aber kommt, Leute, ist Wumpe. Wir müssen ja auch einfach mal unser Glück versuchen. So schwarze Gems ist ja nun mal ein Striker, macht ja nun mal auch gut Schaden, ne? Guck mal, nehmen wir mit. Dann ist das dann wenigstens da hier. Jetzt wäre geil, wenn hier wieder grün oder gelb ist. Ist aber nicht. Dann nehme ich mal den schwarz hier. Wenigstens um Schaden. Der wird wechseln jetzt, oder? Okay. Dann nimmt er jetzt den guten Brett. Und eigentlich unsere Energie sieht gut aus. Unsere Energie sieht gut aus. Und guck mal, hier ist auch grün. Wieder da. Wir haben zur Sicherheit, hätten wir sogar noch unseren Submission da. Oh Leute, das könnte hier echt was werden. Das könnte hier echt was werden. Ich nehme mal hier den Schaden, weil ich will das erst dann hier warten, nächste Runde. Mensch, das ist ja hier wirklich, das Glück ist uns hold hier. Mit Stone Cold, da kannst du ja mal absolut nicht meckern jetzt hier gerade die Runde. Und ich, Eumel, hätte schon fast gesagt, nee, ich will die Runde nicht machen. Da haben wir wirklich mal ganz schön Mehl gehabt jetzt. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Hier die zwei könntest du mal und hier zwei. Liegt echt gut. Leute, dann machen wir das auch. Dann machen wir hier nämlich so. Geht noch ein bisschen schwarz hier oben kaputt. Das nochmal. Oh, hier nochmal. Mensch, so will ich das haben hier. Verdammt nochmal. 15.000er Pin. Und das bei dieser Stärke der Wrestler. Okay, er kommt raus. Okay. Ist ja gut, Knut. Okay, neuer Gegner. Okay, okay. Leute, da kannst du doch eigentlich... Mache ich jetzt so. Danach mache ich die Submission und dann hat sich das Ding. Der kann eh den Pin nicht unterbrechen, weil sie nämlich gerade gewechselt haben. Na, das ist doch super. Da haben wir das Ding doch geschafft. Ist ja jetzt eigentlich vollkommen egal, wo wir das Ding hinsetzen. Ja, Geli, das ist doch mal super. 2.500 Schlüssel einfach mal mitgenommen noch. Und dann das Match sogar auf 3 Sterne gemacht. Ah, das Board ist auch sehr gut gewesen am Anfang, ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Aber zusätzliche Schlüssel, eventuell zusätzliche Splitter, Schrägstrich Poster für meinen Dean Ambrose am Ende. Das nehme ich doch gerne mit. Ah, jetzt müssen wir nochmal gucken bei der Tour mit Braun. Wenigstens wegen die Schlüssel, weil jetzt sind wir eh immer so am Schlüssel grinden. Jetzt muss ich auch mal gucken, schwer brauche ich mir, glaube ich, nicht mal... an. Ach hier, nee, komm, wird nicht. Okay, hier geht's dann eh bloß um die Shake-Up-Coins. Die sind mir jetzt eh nicht so wichtig. Von daher alles gut. Wenigstens die Schlüssel, um eventuell noch ein bisschen was für Dean Ambrose zu holen. Gehen wir hier nochmal auf begrenzte Shake-Up, genau. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Booker T hatte ich gemacht, Hardy Boys, was ich echt scheiße fand, weil am Anfang hieß es nämlich Any Hardy. Elias hat keine Sau, Dusty hat keine Sau, Triple H The Game habe ich schon gemacht. Ja, Steve Austin, da brauchtest du doch den, wirklich den, ja, den Showboard. Harper und Nash habe ich gemacht, aber das Ding mit Braun habe ich noch nicht gemacht. Jetzt ist natürlich dieser, na, ich muss mit dem hier gehen, wo ich ja echt nicht gern mit dem kämpfe. Aber, guck mal, wir haben hier 100 Splitter. Was haben wir? Warte mal ganz kurz hier. Du verursachst und machst ausgewählte Multiplizierer zu Sprengstoff. Warte mal, wählst ein Juwel aus, um sie zu... Was? In 5 Juwelen? Was, in S-Juwelen? Countdown-artige Juwelen, aktiviert zufällig festgegeben. Steht das hier bei Gefolge nicht komplett da? Aha.
Wähle ein Juwel aus, um es in hier S-Juwelen zu verweilen. Verweile Countdown-artige Juwelen, dass die bei Aktivieren eine festgelegte Fläche von 1x4 wird zerstört. Das habe ich ja noch nie so gespielt, ne? Du zerstörst Rot. Da braucht 11 Aufladungen, ne? Das ist richtig heftig. Leute, ich nutze ja sowas auch gerne mal, um einfach ein bisschen zu spielen. Jetzt hier zu Violett zu machen, ist ja dann Quatsch. Dann spielen wir ihn einfach mal so. Ey, das ist jetzt wirklich Testen. Bringt das hier irgendwas? Nee, macht halt nur so ein bisschen mehr Schaden, ne? Dann sollten wir auf jeden Fall was machen hier wegen Rot. Ach, der zerstört Rot, ne? Das ist Barrett. Das ist Barrett. Wo ist denn der? Bin ich blöde? Die Rot zerstören. Ach, Rot zerstören ist doch er selber. Rot zerstören ist er selber. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. So viel Zeit muss sein. Ich habe ja auch nicht alles immer im Kopf, ne? Die Falle gewähren. Kreuzerbräumer, das... Ja, das mit Rot zerstören war doch er selber, oder? Die Grün gewähren. Power, Farbwechsel, die Rot gewähren. Wir wollen aber Rot zerstören. Die Schwarz gewähren, die Sprengstoff gewähren, die Beute zerstören, Dämpfer. Hier Rot zerstören, warum hat der den bei dem anderen nicht angezeigt? Verstehe ich nicht. Und dann entweder, warte mal, er zerstört 6. 6 zerstört er. Er braucht auch die 6 Aufladung, der hier braucht 14. Das ist natürlich richtig heftig. Könntest du das Manöver auf jeden Fall machen? Jetzt ist die Frage, nimmst du jetzt einen MP-Trainer noch mit für das Violette oder das Rote? Wie lange braucht denn das Violette? 11! Richtig scheiße! So, ach komm, dann müssen wir ja ein Violett mitnehmen. Irgendwie muss das Manöver ja nach vorne gehen. Ja. Ey, ich versuch's einfach mal. Ich habe Brawn eigentlich sonst immer anders gespielt. Aber ich will ihn jetzt einfach mal hier mit diesem Countdown-artigen Juwelen ausprobieren. Und ich sag mal, die Kämpfe sind ja jetzt hier auch nicht so mega heftig. Deshalb mach mal das jetzt hier. Uns geht's ja hauptsächlich um die Schlüssel. Dass wir am Ende noch unser Opening machen können. Und wenn ich jetzt hier schon mal auf den Timer gucke, wie lange wir hier schon wieder aufnehmen. Ja, bei Champions, das zieht sich dann halt auch immer mal ein bisschen, wenn du zu tun hast. Und immer noch nichts Daily-artiges gemacht. Wir brauchen Violett. Na, gucke. Es braucht richtig lange, um aufzuladen, ne? Also, es ist ja wirklich mal der Wahnsinn. Aber sie sind gnädig mit uns. Deshalb nehmen wir hier mal Violett. Ey, hättest du eigentlich, weil er hier mit dem Multiplikator arbeitet, das Manöver mitnehmen können, wo er hier Multiplikatorjuwelen in Sprengstoffartige macht, ne? So, dann zerstören wir jetzt hier mal 6 rote. Das alleine macht ja schon ordentlich Schaden jetzt. Was heißt, oder wird unseren Regler ordentlich weit nach rechts treiben, weil er war ja schon down gewesen. Naja, kannst du machen. Kann man mal machen. Aber hatte der nicht auch eben Manöver, was Violett gewährt? Anscheinend müsste ich mich mit dem Powerhouse Brawn auch einfach mal, einfach nur interessehalber auch nochmal ein bisschen besser befassen. Ich weiß, dass er nicht gut ist, aber es ist ja wie jetzt, ist im Event gefragt, ne? Und dann guckst du halt natürlich auch mal, wie du halt am besten mit ihm spielst. So, warte doch mal ganz kurz hier. Managen. Hattest du nicht eins, was Violett gewährt? Macht Blau zu Violett. Na, ich sag's doch. Das ist ja so, wie ich ihn sonst immer gespielt habe. Aber ich wollte ja mit Absicht mal mit diesem, Countdown-artigen Juwel arbeiten. Leute, wir machen mal weiter. Das sollte man hier ausnutzen mit Brawn, weil ich weiß nicht, ob ich das sonst irgendwie noch hinkriege, mache. Dass wir uns die Headliner-Chips hier einfach mal noch mitnehmen. Mit den Shake-Up-Coins, das geht mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich am Arsch vorbei. So, Violett. Wollen sie uns jetzt nicht geben? Guck mal, hier würde ich ihn kaputt machen, aber ich könnte auch Rot kaputt machen. Ach komm, vielleicht rutscht was nach. Nein.
Ja, ist klar, das nimmst du jetzt natürlich. Stücke Mist. Das ist jetzt natürlich hier ganz schöne Pisse. Aber wir gucken mal. Oh, ja. Ah, ist das ekelhaft, wenn ich das hier schon wieder. Wir machen mal unseren Countdown-artigen. Einen dürfen wir wählen und wir machen Feld 1 mal 4 kaputt. Wie lange liegt das Ding denn? Ach, das war die Zahl vorhin gewesen, ne? War das eine 5 gewesen, dass das 5 Runden sein soll? Ich setze den mal hier hin. 5 Runden? Ey, ihr habt doch alle ein Problem. Also mit dem Countdown-Ding brauchst du da ja echt gar nicht spielen. Ach, guck mal, der ist schon in Gefahr. Ach, 5 Runden, ne? Da willst du die Sache eigentlich erledigt haben. Nee, da brauche ich jetzt. Das ist da noch 4 Sterne, wäre sowas vielleicht interessant, aber so, no, 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 no. So, machen wir mal hier kaputt. Und dann hat sich das Ding auf jeden Fall. Ja, das ist schon verdammt lang. Da kannst du das auch mit dem anderen Manöver spielen. Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung, Leute. Ich sag's euch immer wieder. Dann kann ich auch das andere Manöver reinhauen. So, die Headliner nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich erspare euch jetzt auch die Kämpfe um die Shake-Up-Coins, aber wir gehen auf jeden Fall bei Schwer nochmal rein. Ich weiß nicht, ob das so ein Superstar ist, wurde dann auf Hölle. Dann nochmal das probieren kannst. Machen jetzt hier erstmal hier auf jeden Fall wegen die Schlüssel. Guck mal, der ist hier auf 1700. Was hast denn du auf Hölle? Viere. Fünfe. Ja, ich sag mal, ist mir jetzt eh nicht so mega wichtig. Die Schlüssel sind mir eigentlich gerade das Wichtigere und die Headliner. Ja, mach mal so. Ich gehe hier definitiv. Ach, warum bin ich jetzt nicht nochmal auf Manage gegangen? Ich wollte doch das andere Manöver wieder reinhauen. Mann, 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 Mann. So, Inge. Violett bitte. Aber vielleicht lässt das mir ja. Oh. Ja, braves Kind, braves Kind. Da machen wir nämlich so hier. Es ist halt auch noch nicht da, das Manöver. Das darfst du halt auch nicht vergessen, ne? Da können wir auch. Ey, komm, wir machen wenigstens das Countdown-Ding, weil es macht wenigstens 7000 Schaden. Das muss man sagen. Und das ist natürlich für den Anfang auch schon mal ziemlich cool. Und dann setzen wir das hier hin und dann ist der Klon nämlich auch schon in Gefahr. Ne? Wie mache ich ihn jetzt hier? Weil ich will eigentlich nicht nur. Oh, gucke mal hier. Ist doch perfetto, Mr. Geppetto. Dann hat sich das Ding doch hier auch schon wieder gegen. Edge. Dann mach mal den Endkampf mit den Headlinern noch. Kommt, Leute, den machen wir jetzt noch. Dann haben wir doch schon wieder. Du bist was geschafft. Ne? Haben das mit dem Gauntlet gemacht. Haben jetzt hier noch ein bisschen bei dem Stone Cold Event noch ein bisschen was gemacht. Dann jetzt hier noch ein paar Schlüssel mit Bohren geholt. Ich weiß ehrlich gesagt, wie viel Ziehung können wir jetzt machen? Wir hatten ja vorher 2, 6. Und dann was haben. Also das haben wir jetzt geholt. Sind 8. Und davor können wir doch bestimmt 12, 13 Ziehungen jetzt am Ende machen, ne? Ich hoffe, dass da für den guten Dean Ambrose da noch ein bisschen was rumkommt. So, die 6000 Headliner, die würde ich. Ach komm, ich brauche hier kein Gesundheitspaket jetzt verschwenden. Ne? Das muss so gehen. Gegen den Macho Man. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, jetzt habe ich wieder erstmal. Ah komm, nehmen wir wenigstens den Schaden schnell mit. Oh. Aber wenn ich das kaputt mache, dann ist ja hier. Nee, da muss ich so machen, weil den Joker will ich ihm nicht geben. Da soll er hier die Vierer-Chain kaputt machen und glücklich werden, ne? Ja, du hast auch Countdown-Juwelen. Ja, ich sehe es. 2 Runden. Das sieht doch schon viel angenehmer aus. Ja, würde ich ja gern kaputt machen jetzt, ne? Aber das Manöver ist ja in der nächsten Runde eh da, ne? Er hat einen neuen Aufladung. Kack. Aber da geht hier eins kaputt. Siehst du da nämlich in den Countdown weg hier? Und das war eine sehr gute Entscheidung, das zu machen. Ordentlich Schaden, wenn er hier überhaupt rauskommt jetzt. Na! So, da macht dein Pissmanöver, der ist danach eh down. Es geht nur ums Überleben. Aber hey, komm, wir haben Braun Strowman hier auf 3 Silber gehabt, konnten dadurch wenigstens uns ein ganz paar Schlüssel hier noch erbeuten. Ey, jetzt zieh's doch noch unnötig in die Länge. Ist ja richtig.
Ist ja richtig. So, erstmal Schaden. Okay, ist okay, dann machen wir es so rum. Ist aber Wumpe, obwohl das hätte gereicht. Ich habe jetzt einfach ein bisschen zu schnell geklickt hier, Leute. Süße, könntest du ihn eigentlich sein Countdown auch wegnehmen. Dafür ist es allerdings auch ganz cool, ne? So. Und dann... Boing. Sechste zerstören. Ich muss unbedingt bei den Powerhouses meinen Barrett mal ein bisschen weiter leveln. Gerade mein Fiend im Undertaker braucht ihn. Aber das Problem sind halt die 2-Sterne-Silbermarken, ne? Das ist halt das Riesenproblem. Wir können davon heute ganz was öffnen. Wegen den Geknister nicht täuschen lassen. Das ist halt Geräusche aus der Küche. Nicht schlimm. So. Aber die Headliner-Chips haben wir mitgenommen. Ja, und wie gesagt, das halt mit die 2-Sterne-Silbermarken ist das Problem. Naja. Aber wir können da heute ein bisschen was öffnen. Das, vielleicht kommt da ja ein bisschen was rum. So. Wenigstens haben wir uns die Headliner-Chips geholt. Das war mir wichtig gewesen. Sag, wie viel Ziehung können wir denn jetzt hier machen? Da sind ja auch noch die für unsere anderen Splitter. Das ist ja auch noch. Jetzt verschaffen wir uns erstmal ganz kurz einen Überblick, Leute. 15 Ziehungen können wir machen. Oh Leute, da ist ja jetzt einiges an Opening, was noch auf uns drauf zukommt. Ich will mal ganz kurz nochmal beim Team reingehen. Ob irgendeine Expedition ist. Ja, wie gesagt, es sind Plätze frei, Leute. Ihr könnt gerne joinen. So. Aha. Christian ist wieder für alles zu spät. Das ist so mein Standardproblem. Ach, guck mal, hier ist ja wenigstens was. Nimm wir mit. So, auf das hier drüben achte ich eigentlich gar nicht mehr, außer jetzt bei Münzexpedition, also hier Coins und so ein Gedöns. Hier, was eh schon läuft, ist eh egal. Da kann dann auch so ein Kleiner hier rein. Und hier dasselbe. So viel Zeit muss ganz kurz sein. So. Gut, Knut. Heilung? Oh Gott, warte mal. Warte mal. So, wenn ich hier immer schon drinne bin, beziehungsweise war, will ich hier natürlich auch mal ganz kurz gucken. Siehst du, da will nämlich einer, hätte gerne eine Heilung. 7 Anfragen, naja. Ey, wenn du hier auf alle drückst und es nicht klappt, ne? Und jetzt klappt's wieder bloß bei einem, der den Bug hat, oder was? Ich würde euch so gern helfen. Ich würde euch so gern helfen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Ach, naja. Gut. Gut, Knut. Jetzt will ich euch nur mal das zeigen, weil wir werden nämlich als erstes die Splitter aufmachen für... In der Hoffnung, dass wir die für Goldas kriegen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. So, wir haben 4 Splitter fehlen uns. Dann könnten wir ihn auf 3 Silber fusionieren. Aber Leute, ich sag's euch, die wollen halt nicht kommen. Und ich denke mal, auch heute nicht. Ich habe auch letztens hier wirklich geguckt. Der ist hier auch wirklich drin gewesen. Da ist er, da ist er. Naja. 10 Ziehungen. 10 Ziehungen, das darfst du auch nicht oft genug sagen. Natürlich immer mit der Chance auf Farouk. Den werden wir nie kriegen, aber ist ja auch in Ordnung. Ich will doch einfach nur Golda-Splitter. 10 Ziehungen und komm her, Inge. So. Ja, das lädt sich dann jetzt immer schön blöde. Das ist Standard, das ist normal. Könnt dann aber auch mal vorangehen jetzt. So. Goldust. Goldust. Ah! Goldust. Goldust. Okay, die nehme ich natürlich mit. Meine ersten Splitter für Razor müssten das doch gewesen sein, ne? Du ahnst es nicht. So. Obwohl, den habe ich ja jetzt auch. Deshalb Splitter nehme ich da sehr gerne mit für ihn. Für Anvil. Obwohl, die nehme ich auch. Ist auch eine 3-Sterne-Silber-Fusion. Da fehlt zwar noch ordentlich was. Aber man sollte niemals nie sagen, Goldust.
Batista ist auch so einer, ne? Kannst du auch auf 3 Silber machen. Ah, da fehlt ja noch ordentlich was. Na? Obwohl, immer mitnehmen, ne? Guck mal, sind wir schon bei 70 von 800. Wow. Goldust. Es wird, glaube ich, nie passieren, Leute, dass ich mein Goldust irgendwann mal auf meine 3 Silber fusionieren kann. Aber ist ja erstmal Wumpe. So, bevor wir uns darum kümmern, obwohl wir machen die Schlüsselziehungen jetzt. Scheiß der Hund drauf. 15 Ziehungen, natürlich mit der Chance auf Matt Hardy. Aber ich glaube, hat hier überhaupt schon mal einer einen 4-Sterner rausgezogen? Tät mich ja mal mega interessieren. Mir geht's ehrlich gesagt hauptsächlich darum, mir Splitter für meinen Dean Ambrose zu holen. So, 15 Ziehungen können wir machen. Richtig schöne Sache. Guck mal einfach mal, ob da was Cooles bei rumkommt jetzt. Ah, ich denke mal, es wird wieder viel. Naomi, Alexa. Oh, das sind Splitter. Sehr schön. 15 Stück. Okay, nehme ich um mit. Tidus nehme ich sehr gerne mit. Alles gut. Das sind Splitter. Sehr schön, sehr schön. Okay, was ist das? Okay, Sin Cara. Dean Ambrose Splitter, bitte. Oh, das sieht gut aus. 20. Danke. Oh, es geht weiter mit Dean Ambrose. Nochmal 20. Richtig nice. Okay, das ist jetzt was anderes. Gut, Edge. Hammer oder nicht, ist ja jetzt auch egal. Oh, oh, nochmal Splitter. Zähne. Ja, sehr schön, sehr schön. Und es geht weiter. Ey, es hat sich gelohnt. Ich kriege hier wenigstens noch ein ganz paar Dean Ambrose Splitter zusammen. Und dann gibt es hier nochmal Alexa Bliss, okay. Ah, das ist was anderes wieder. Nochmal Alexa Bliss. Okay, was kommt jetzt? Okay, ein American Badass, Undertaker, ein paar Splitter nehme ich auch noch gerne. Oh, das ist Dean Ambrose. Jawohl, wieder 10 Splitter. So, was haben wir hier? Alexa. Da kommen noch ein paar Splitter. Nee, das sieht schlecht aus. Gut, nochmal Alexa. Okay. Aber wir haben noch ein ganz paar gekriegt, ne? Ist doch in Ordnung. Guck mal, 20, 40, 45, 55, 65, 75, 85 Splitter. Nimm ich sehr gerne mit. Und jetzt will ich natürlich mal gucken, wie viel habe ich denn? 390, sehr schön. Ich denke mal, da kann ich dann wenigstens hier die Manöver, okay, dann 200, ganz zum Maxen wird es nicht reichen. Aber dann geht das doch hier nach vorne. Ist doch schön. Genau dafür wollte ich das machen. So, bevor wir dann jetzt zu Headlinern und ganzen Gedöns kommen, jetzt geht's hier natürlich hier erstmal los. Ich würde sagen, wir machen wirklich als allererstes, möchte ich hier das hier aufmachen. Das war ja hier, wo dieses Appreciation, Entschädigung, bla 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 war, weil sie so viel Kacke gebaut haben. 3 bis 5 Gegenstände aus dieser Kategorie hier unten, natürlich heiß begehrt die 2-Sterne-Silbermarken. Ah, natürlich auch Coins. Ich nehme auch gern die Premium-Superstar-Chips, weil da ist auch die Chance auf Goldust drinne. Gesundheitspakete. Wir haben ganze 9 von diesen Dingern. Wir öffnen die mal und gucken mal, was hier so drin ist. Ja, Requisiten, 100.000 Münzen, sehr schön. 16 Koffer mit 2 Sterne Silber, 26 Gesundheit, okay, 1 Stern. Ja, 600 Premium, okay. Da nochmal 6 und dann gibt es jetzt hier noch ein paar Poster. Also gerade hier über diese 2 Sterne Silber Koffer freue ich mich natürlich sehr. So, komm jetzt, ich kann es nicht abwarten. Wir gehen jetzt hier mal ganz kurz auf Premium runter. Und jetzt kommt Goldust, pass auf. Jetzt kommt Goldust. Goldust, Goldust. Komm schon. Komm schon. Goldust. Goldust. Oh. Will nicht. Will einfach nicht. Du ahnst es nicht. So. Ja, Leute. Jetzt geht's hier ganz munter los, ne? Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal hier gemütlichst um unsere Postertäschchen. Ja, haben hier Zähne auf Showboard gekriegt. Was habe ich denn am wenigsten? Ich habe gar keinen Überblick zurzeit. Okay, grün und violett wäre ziemlich cool. Okay, Katze ist ein bisschen am Ausrasten hier. Rennt hier durch die Kante. Grün und violett, wie gesagt. Gut, hier bei 10 können wir auch mal so machen jetzt. Violett, ja, ja, grün bitte. Oh, 20 grüne. Dankeschön. Natürlich tolle Wolle.
So, was, warte mal, was da? Hier, guck mal, das ist die Geschenkestasche 1, die können wir aufmachen, okay. Da gehe ich auch mal wirklich hier auf Überspringen jetzt. Was haben wir gekriegt? Oh, Coins, ja, Poster, kein Grün. Gut, für Kevin Owens, okay. Nehmen wir mit. Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal. Was haben wir denn hier? Ach so, das hier wegen den Sternfragmenten, da guckt man natürlich auch mal rein kurz. 40 rot, 80 gelb, 60 blau und 60 grün. Wow. Okay. So, machen wir mal weiter. Gut, machen wir mal hier die Poster. Wie gesagt, grün-violett wäre ziemlich cool. Kriegen hier rot und wenigstens ist grün dabei. Sehr schön. Sehr schön. So, machen wir mal hier die Unterstützertäschchen hier auf. Natürlich, oh, Poster, Markengedöns und sowas. Requisiten können ja hier, glaube ich, auch drin sein. Oh, guck mal hier, sehr schön. Gauntlet-Blitz-Tickets, immer her damit. Bin ich so low. So, dann machen wir hier mal schnell Ehensterne-Silber. Das ist natürlich einfach mitnehmen, was mir da jetzt fehlt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier machen wir überspringen hier. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht so mega wichtig. Bei den 2 Sterne wird es dann schon doch interessanter. Deshalb machen wir jetzt hier mal die 1 Sterne-Gold. Machen wir auch mal alle off. Okay, ist von jeder Farbe was dabei. Nehmen wir natürlich gerne mit. Hier 7-mal das und 1-mal die Maske. Okay. Ja. Guck mal, hier haben wir die große Unterstützertasche. Die machen wir natürlich auch mal auf. Eventuell eine Chance auf eine 3-Sterne-Marke. Okay. Na? Ah? Ah. Okay, da kommen jetzt ja schon die Poster. Okay. Hier wenigstens 6 davon, ist doch schon mal schön hier. Das nehmen wir natürlich mit. Alles gut, Knut. So, machen wir mal weiter. Gut, hier 2 Sterne Gold, die können wir auch mal öffnen. Oh, von jeder Farbe was dabei. Das ist natürlich sehr gnädig. So, was haben wir denn jetzt noch? Ach, das ist hier von dem aktuellen Event, du. Was kannst du dir hier holen? 2 bis 3 Gegenstände aus dieser Tasche. Natürlich, die hier hätte ich gerne. Okay, nehme ich auch mit. 200 Diamanten auch mal. Ah, hier 2 Sterne Gold, die 2 Silber wären mir ehrlich gesagt lieber gewesen. Aber kostenlos Team-Event, da haben sich ein paar was gegönnt. Alles gut. Dann nehmen wir die natürlich gerne mit. Geschenkter Gaul ist das, Leute. So. Jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt so, gucken wir mal hier bei unseren 2 Sterne. Silber, ich glaube, Powerhouse wäre ziemlich cool. Und die Sonnenbrille. 44 Stück. Gucken wir mal, ist auf jeden Fall von jeder Farbe was dabei. 8-mal die Fingerhanteln, die Schuhe, die Glitzerrobe, Ellbogen. 7 Hanteln, sehr schön, 7-mal. Und die Zahl 7 gehört, glaube ich, mit zum Höheren. Hier, okay, hier, okay, hier haben wir 8, 9. Ja, aber trotzdem gut. 7 Stück ist eine große Zahl, das ist sehr schön, da freue ich mich. So. Machen wir mal hier 3 Sterne Silber. Keine Ahnung, was mir da fehlt. Ich glaube, der Boxhandschuh wäre ziemlich geil. Auf jeden Fall ist er auch dabei. Der Ohrenschutz, 1-mal der Boxhandschuh, 5-mal der Bleigürtel. Und das Trampolin ist, glaube ich, auch nicht so uninteressant für mich gewesen. Müssen wir gleich mal, gucken wir mal durchs Roster ein bisschen durch. So, was haben wir denn hier drin? Ein Gegenstand aus diesen Dingern hier. Ich habe hier leider immer das Pech, dass ich eigentlich immer bloß 2 Sterne Gold höchstens ziehe. Aber hast natürlich die Chance auf 4 Sterne Marken. Leute, wir gucken einfach mal rein. Haben ganze 4 Stück hier. Und es tatsächlich, bei der ganzen Auswahl, die da drin ist, ist was doppelt. Wir gucken. Die Schuhe. Aha. Aber wenigstens 2 Sterne Silbermarken. Die sind ja fast schon wichtiger wie 4 Sterne Silber. So, dann haben wir hier auf 3 Sterne Gold. Ich glaube, die Shawn Michaels Mütze wäre ziemlich wichtig für mich. Oh, es ist heute Powerhouse-Tag. Eine Shawn Michaels Mütze, sehr schön. Und die Bret Hart Brille. Ja, so ein Opening zieht sich immer, Leute. Das tut mir leid. Gehen wir mal hier hin. 4 bis 6 Gegenstände. Kantlobe auch bis 4 Sterne hier hochgehen. Guck mal einfach mal rein, wie viele Sachen gibt's. Minimum auf jeden Fall. Das Telefon.
Okay, eine 3-Sterne-Silbermarke nehme ich mit. Wow! Und einmal das Haarspray, eine 4-Sterne-Silbermarke. Oh, so einem Ding ist natürlich richtig geil. Holen wir uns nochmal eine 4-Sterne-Silber. Morgen ist Sonntag, kommt die nächste. Gucken wir mal. Wir kriegen einen Slammy! Oh. Geil ist das denn? Ich will es jetzt nicht beschreien, aber ist das nicht genau der eine, der mir gefehlt hat? Oder haben mir zwei gefehlt? Ey, mach jetzt keinen Scheiß. Mach jetzt keinen Scheiß. Haben mir zwei gefehlt. Einer fehlt noch. Aber komm, ey, einer fehlt noch. Das wäre richtig geil, wenn ich das zum Talent-Up noch hinkriege. Ach, einer fehlt noch. Mensch, Manöver müssen wir auch was machen. Oh Gott, und er braucht grün. Und violett, das, was ich am wenigsten habe. Du ahnst es nicht. Aber 10 ist ja Maximum. Bei 3 Sterne Gold. Brauche ich aber 300 Poster, ne? Hier schwarz, okay, schwarz. Jo, jo, jo. Okay, auf jeden Fall für George Steele, aber wir haben den eh in Slammy gekriegt, also okay, vielleicht kriegt man ja noch einen. Vielleicht kriegt man ja noch einen, weil, Leute, das Ding ist nämlich, jetzt kommen wir nämlich zur Belohnung von der Faction Invasion. Hier kann drin sein eine 4-Sterne-Marke, 3 Sterne natürlich auch, leider, dann natürlich Diamanten, die ich brauche, Münzen und Headliner. Natürlich, Slammy wäre geil. Oder wir nehmen halt ordentlich Headliner mit, ne? 7 Gegenstände, Leute, wir gucken. Wir kriegen 9000 Headliner-Chips, 100.000 Münzen, nochmal 6000 Headliner, oh, ein Schienbeinschützer, nochmal Münzen, den Boxhandschuh und nochmal Münzen. Da kam doch ordentlich was bei rum, gerade an Münzen. Und wir haben eine 4-Sterne-Marke für die Striker gekriegt. Was wollte ich denn bei Striker machen? Genau, der Stinger. Wie geht's dir denn? Oh. Oh. Fehlt auch bloß noch eine. Ja gut, dann kommt hier die Pisse wieder, ne? Und ihr wisst, wie die Drop-Rate da mittlerweile ist. Fehlen nur 2 Sterne Silber. Gut, hier 3 Sterne Silber. Das kommt noch ein bisschen was bei rum jetzt. Auch nicht mehr so weit, ne? Bis er auf 4 Sterne ist. Das ist doch eine tolle Sache. So, gehen wir mal hier hin. Wir haben ja jetzt nun mal auch noch 1-2 Headliner-Ziehung. Gucken wir mal, ob dort noch was Cooles bei rumspringt. Und dann gucken wir nochmal zum Abschluss beim Roster, was so die zukünftigen Sachen sind, die ich machen möchte. 6 Ziehungen. Vielleicht ist ja ein Slammy dabei. Oder die Schienbeinschoner. Wir gucken. Ach, Junkyard Dog schon wieder. Okay, der Godfaserhut. Oi, Leute. Ach, keine 4-Sterne-Marke? Gar keine? Puh. Tja, so ist es, ne? So ist es nun mal. Ich reg mich darüber jetzt nicht auf. So, wir gehen mal hier auf Roster. Und dann gehen wir mal ganz kurz bei den Klassen, was ich da natürlich vorhab. Auf jeden Fall hier Stinger. Haben wir ja gerade gehabt. Der soll auf 4 Sterne gehen. Der ist ja beim letzten Talent-Up auf 3 Gold gegangen. Ihr seht's, eine 4-Sterne-Silber fehlt noch. Ja gut, hier 24, aber ich tue extra alles, was ich an Dollar habe, aufheben, um dann diese halt, ja, durch Ziehung zu machen, hier halt auf die 4 Sterne gehen und dann hier diese Taschen hole ich mir dann immer, weil da kannst du pro Tasche, hast du so wirklich meistens zwischen 6 bis 10, 12 von diesen Dingern hier drinne und das machst du zweimal aufs, $900, dann hast du die eigentlich zusammen, also die 24, die hier fehlen, wenn alles gut läuft. So, also ist auf jeden Fall der Stinger bei den Strikern? Bei den Akrobaten? Gute Frage, nächste Frage. Seitdem wir die Champions recutten, hat mir eigentlich Callisto sehr gut gefallen. Aber ich habe mir so gedacht, warum soll ich denn jetzt noch einen 3-Sterne Gold machen und bin dann eher am Überlegen, dann wirklich AJ Styles halt nach oben zu bringen. Wie sieht's denn hier markentechnisch aus? Ihr seht's ganz, ganz mies. Hier fehlen ja wirklich unsere Capes, ist ja alles für Chris Jericho draufgegangen. Vollkommen verständlich und hier, da fehlt's halt auch. Aber man muss sich ja Ziele langfristig stecken. Aber hab auch schon überlegt, ihn erstmal wenigstens auf 3 Gold zu maxen und dann ihn zu maxen, noch den Christian, weil ich den als Trainer brauche. Jetzt mal unabhängig von den Marken, einfach nur zu maxen auf der jeweiligen Stufe, wo sie gerade sind. Zumindest ihn als MP sage ich schon, als Trainer, dass er hier wenigstens die 2.500 an Talentpunkten überschreitet. Der wird ja keine Zwischenstufe haben. Oh doch, er hat eine 3.500, das schaffst du aber mit 3 Sterne. Schafft man doch mit 3 Sterne.
Bin ich jetzt gerade ein Idi? Ja. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall Christian, weil er ist nämlich der Trainer für AJ. Und AJ, den will ich halt langfristig dann lieber auf 4 Sterne machen. Techniker. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Will ich eigentlich gar nichts weiter machen, sondern lieber alles aufheben, dass Randy auf 4 Sterne Silber kommt? Ist ein mega langfristig gestecktes Ziel, Leute. Das ist mir klar. Aber ihr seht, es ist von den Marken, sieht es nicht so scheiße aus. Na klar, es fehlen 9 von den Schleifen. Ne? Das muss man sich einfach mal geben. Aber, weil ich ehrlich gesagt auch da sitze und mir denke, mit Randy habe ich mit den besten Techniker oben. Doink will ich jetzt nicht hochziehen, weil ich von der New Generation da jetzt schon den Undertaker auf 4 Silber hab. Ja, ich will wirklich ihn nehmen oder halt eventuell Kevin Owens wegen Trainer. Ja, also Techniker bin ich eigentlich zufrieden und ist eigentlich wirklich Sparmodus komplett für Randy. Bei Trickstern haben wir schon gesagt, definitiv für George the Animal Steel soll es weitergehen. Ihr habt es gesehen, es fehlt eine 4 Sterne Silbermarke, dann ist der Gute fertig. Das soll bei den Trickstern passieren. Powerhouses. Ja, habe ja gesagt, würde ich gerne den Ultimate Warrior auf 4 Sterne bringen. Aber so kleine Dinger, erstmal Titus weitermachen. Ach übrigens, den Bulldog sind die Splitter da für eine 3-Sterne-Fusion. Ist nice to have, ganz klar. Aber es geht da jetzt eher hauptsächlich darum, bei den Powerhouses das, was ich habe, zu maxen. Und erstmal, ja, also auf jeden Fall ihn auf 5000er Talent, dann den Phenom Taker, da dann eventuell die Manöver noch ein bisschen pushen und ein paar Level durch Coins halt hochziehen. Ja, Dean Ambrose ist ja da mit 2-4 Sternen, bist eh gut bedient pro Kategorie, das ist einfach klasse, ne? Und ansonsten hier natürlich mein Barrett, den will ich dann noch ein bisschen weiter hochziehen. Ja, guckt's mal, das ist halt diese Marken, die brechen dir halt das Genick, ne? Und die musst du dir halt holen. Und wäre halt wenigstens cool, wenn ich es schaffe, dass ich King Barrett auf 2,5 wenigstens kriege, ne? Das wäre dann halt auf 2 Gold und dann noch eine 3 Bronze mache. Ja, das ist jetzt so noch wichtig hier, dass er auf jeden Fall noch ein bisschen dort was kriegt, weil er nun mal ein wichtiger Trainer für mich ist. Auch für den Fiend im Undertaker. Ja, Showboats bin ich erstmal mega glücklich, dass das hier geklappt hat mit der guten Page, dass wir die haben. Und ansonsten habe ich ja jetzt hier diese Rock-Baustelle angefangen. Also, ich bin erstmal zufrieden. Arntwil wird dort bleiben auf 3 Gold, vollkommen in Ordnung für mich. Page auf 4 Sterne gebracht. Dann soll jetzt auf kurz oder lang endlich mal Dolph Ziggler seinen 5000er Talentwert erreichen. Und dann will ich mich halt um The Rock weiter kümmern, weil er wirklich cool ist. Und ohne Scheiß, der Showboat Randy Orton ist auch gut. Aber es soll erstmal um The Rock weitergehen und wir gucken mal, ja, guck mal hier, da ist er bald auf 3 Silber, da geht's doch dort wenigstens auch schon mal ein bisschen nach vorne, weil ihn will ich auf kurz oder lang hochpushen, ne, bis auf 4 Sterne Bronze. Das ist so bei den Showboards so ein bisschen auch das langfristig gesteckte Ziel, was ich so habe. Ja, seid da im Bilde, wisst da Bescheid, ja, ansonsten hier, nee, hier bei Showboards soll wirklich nichts passieren. Nö. Gut, wisst ihr Bescheid, ihr Lieben? Wir haben wirklich viel gemacht heute hier, muss ich sagen. Die Folge ist auch über 1 Stunde geworden. Länger, als ich gedacht habe. Aber ist in Ordnung, ich habe länger bei Champions nichts von mir hören lassen. Wie gesagt, Leute, Link unten in der Videobeschreibung. Discord-Server, wenn ihr Bock auf den Discord habt. Und wenn ihr Bock habt, den Team Christian On Air und der gesamten Rest in Peace Legenden-Club-Familie beizutreten. Lasst es mich wissen, im Discord ist ein Bewerbungsbereich. Oder ihr macht hier eine Anfrage im Spiel. Und aber wirklich, Discord wäre wirklich cool, Leute. Gut, Leute, ich blende euch das nochmal ein, dass ihr den Teamnamen dann habt. Ansonsten im Discord kriegt ihr dann eh die Infos, die ihr braucht. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.